Wie du vital und kraftvoll durch den kommenden Herbst kommst, das ist das heutige Thema in diesem Video. Im Herbst nehmen leider die Erkältungskrankheiten rasant zu. Erkältungen wie Schnupfen, Husten, Hustenreiz, aber auch Halsschmerzen, das nimmt im Herbst rasant zu. Aber das war natürlich auch früher schon so mit diesen Erkältungserkrankungen. Und die meisten von euch schützen sich erst dann, wenn sie spüren, dass der Hals anfängt zu kratzen, und machen nichts vorher. Es ist ein Irrtum zu glauben, dass die kalten Herbsttemperaturen daran schuld ist. Oder wenn du zu leicht bekleidet ins Freie gehst und dich daran aufhältst, das hat nichts mit den Temperaturen zu tun, sondern die Wahrheit ist, dass fehlende Vitalstoffe dein Immunsystem schwächt. Und zusätzlich kommt das Heizen in den Räumen dazu. Die warmen, trockenen Raumtemperaturen trocknet leider deine Schleimhäute aus und dadurch werden all diese Abwehrmechanismen natürlich geschwächt. Und wenn diese Schwächung im Körper ist, haben die Viren und Bakterien natürlich ein leichtes Spiel, wenn diese Abwehr nicht funktioniert, wie sie sollte durch diese trockene Luft. Was kannst du jetzt tun in dieser Situation? Fülle dich mit Vitalstoffen auf, behebe deinen Vitalstoffmangel, damit du gut durch den Herbst und den Winter kommst. Und stelle auch deine Ernährung um. Gehe auf eine antientzündliche, basische Ernährung. Dadurch hast du eine optimale Versorgung mit Vitalstoffen und zusätzlich füllst du dich auf. Möchtest du dich mal über das ganze Thema mit mir unterhalten, dann gehe einfach auf die Webseite und mache einen Gesprächstermin ab. Aber du hast auch die Möglichkeit, über den unten stehenden Link einen Leitfaden herunterzuladen, wo die ersten Schritte zum Entsäuern dir hilft, dich umzustellen und die ersten Schritte umzusetzen, damit du gut durch den Herbst kommst. Also, setze es jetzt um, hole dir den Leitfaden und wir sehen uns bald. Mach's gut, mach es jetzt. Ciao, ciao.